Hallo, servus, noch einmal willkommen. Wir haben den Bundestrainer Biathlon bei uns, Uwe Müßiggang, nach einem Tag, von dem man sagen kann, Uwe, wenn drei Athleten aus deinem Kader einmal weniger Fehlschüsse gehabt hätten, hätten wir die Plätze 1, 2 und 3 belegt. Aber so ist Biathlon nicht. Na, so ist es nicht. Und das macht auch Biathlon so interessant, dass eben dieses Hätte kann man eigentlich weglassen und wenn und würde. Man muss die Leistung bringen und es ist uns ganz, ganz knapp nicht gelungen heute. Aber ich denke, im Vordergrund sollte man sehen, dass alle drei zum Weltmeister gestanden sind, dass das bis zum letzten Anschlag möglich war. Das hat uns riesig gefreut, dass wir so eine Leistung dort angeboten haben. Und das andere, dieses Hätte und wenn, das braucht man eigentlich im Biathlon nicht anwenden. Aber es war, wenn man das Ganze nochmal im Fokus betrachtet, wir haben das ja auch kommentiert und gesehen und verfolgt. Und da war dann Ann Pfeiffer mit einer irrsinnig guten Laufleistung auch unterwegs. Nicht nur mit einer sehr guten Schießleistung, 3x0, läuferisch lief das alles perfekt. Also das gibt doch Zuversicht, oder? Ja, es war an sich nur, Volker Martin war schneller und ich glaube, Tarja Bö war schneller. Ansonsten kommt da Arnstein mit der dritten Laufzeit. Und genau das so ist es. Gibt natürlich auch sehr, sehr viel Selbstvertrauen für die nächsten Rennen. Wir haben ja noch Staffel und Massenstart und ich denke, das sollte auch im anderen, das wird ihm Selbstvertrauen geben, dort anzugreifen. Hast du mit ihm irgendwie noch sprechen können nach dem Rennen oder wie war seine Gefühlslage? Mit dem Arndt habe ich nur kurz gesprochen. Also, man merkt, dass sie sich ärgern, dass es schade ist und weil sie gesehen haben, sie sind so nah dran gewesen an dieser Goldmedaille und dann, ich glaube, es wäre kein Athlet oder es gibt keinen Athlet, der sich dann nicht ärgern würde. Dann wäre es, denke ich mal, ein schlechter Athlet, aber ich denke, wenn sie eine Stunde, zwei Stunden drüber oder Zeit verstrichen ist, dann werden sie auch ihre Leistung erstmal sehen, die sehr gut war und dann irgendwann wieder abhaken können. 20 Kilometer Einzelrennen und die Entscheidung über Bronze fällt in acht Zehntel. Das hat es auch noch nicht oft gegeben. Ja gut, das sind Alpinergebnisse. Ja, genau. Aber so selten ist es nicht. Also das Feld ist so dicht zusammengerückt und ich denke, man hat schon eine ganze Menge Zehntelentscheidungen gesehen. Nicht unbedingt bei Platz 1, 2, 3, aber weiter hinten dann auch. Und man muss heutzutage wirklich topfit sein. Es muss alles passen. Jeder Schritt muss überlegt sein. Und ich glaube, das ist auch richtig so, dass auch die Fans das so akzeptieren, dass Biathlon so spannend geworden ist. Und auch so wirklich alles passen muss, um wirklich die Plätze 1, 2, 3 zu belegen. Und wenn eine Kleinigkeit an dem Tag eben nicht so 100% funktioniert, dann langsamt einfach nicht. Und das macht aber auch Biathlon so interessant. Ich bin sicher, wenn ich dir heute früh einen Tippzettel hingelegt hätte, auf dem gestanden hätte Jakob Fack, Simon Foucault und Sokop, dann hättest du zu mir gesagt, Sigi, jetzt, du spinnst vollkommen. Das kann nicht sein, oder? Ja, vollkommen hätte ich nicht gesagt, weil Fack hat zum Beispiel eine sehr gute Mixstaffel gelaufen. Nee, also das hat er schon gezeigt, dass er gut ist. Bauer hat auch gezeigt, dass er in der Mixstaffel oder hat in der Mixstaffel gezeigt, dass er wirklich... Tschechen hat einen wahnsinnig guten Ski auch, hat man gesehen. Deswegen sage ich, es muss alles passen an dem Tag. Und das heute hat es bei Ihnen gepasst. Und ich glaube, der Einzellauf mit der Minute ist ohnehin eine sehr starke Schießstandentscheidung. Und Sie haben halt das Schießen durchgebracht und dazu eine sehr gute Laufleistung angeboten. Und damit hat man die Möglichkeit, oben zu sein. Denn im Hinblick auf die 4x7,5 Kilometer Staffel schon Hinweise, zarte Hinweise? Würde ich auch keine zarte, entweder gibt es richtige Hinweise oder keine, aber zarte wäre übertrieben. Wir haben noch nicht alles auswerten können, auch nicht die persönlichen Befindlichkeiten der Athleten genau analysieren können. Und ich meine, auch in Simon hat sicher heute ein Rennen geboten, was nicht seinem Normalen entspricht. Also auch nicht seinem Niveau, auch nicht. Ja, auch überhaupt nicht. Ja. Und da sollte man auch mal noch eine Nacht drüber schlafen und dann nochmal mit den Athleten reden. Und dann werden wir auch noch eine Trainingseinheit dazwischen haben. Und danach kann man sicher besser festlegen, die Staffel laufen wird. Ist dieser vierte Platz was wert von Andi Birnbacher? Ich meine schon. Ich denke auf jeden Fall und wer einigermaßen vernünftig denkt und einigermaßen realistisch auch das einordnet, der sieht, dass nicht nur der vierte Platz vom Andi, sondern heute die Leistung insgesamt der drei auch vom Arndt oder vom Kreismichi, das sind Riesenleistungen, die muss man erstmal erreichen und deswegen freuen wir uns auch über diese Leistung sehr und dass es eben nicht zur Medaille gereicht hat, ist ärgerlich, aber im Vordergrund sollte stehen, dass sie sehr gute Leistung gebracht haben. Also ich meine auch, dass die deutsche Mannschaft sich hervorragend geschlagen hat, auch Michi Greiss, dessen Einsatz ja relativ spät bekannt wurde.
hat er auch gesagt, ich trete hier nicht an, wenn ich nicht fähig bin, eine gute Leistung zu bringen, aber die hat er gezeigt. Ja, auch der Michi stand bis zum letzten Schießen für den Weltmeistertitel bereit. Trifft er alle, gewinnt er Gold. Genau, und ich habe seinen Fehler gesehen, der war einen halben Zentimeter links draußen, also der kann genauso gut fallen und damit ist er Weltmeister. Und das freut uns eigentlich, dass wir eine Mannschaft haben, die wirklich zum Angriff bereit ist. Super, danke Uwe. Bitte. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Sorry, dass ich deinen Abend jetzt unterbrechen musste, durfte. Immer schön mit dir zu plaudern. Danke, Uwe. Okay, Uwe Müßiggang, unser Bundestrainer.